Straßensimulator eingeweiht. An der Rhein-Main-Hochschule in Rüsselsheim ist heute ein bundesweit einzigartiges Hochschulprojekt vorgestellt worden. Mit dem neuen Straßensimulator ist es künftig erstmals möglich, Straßenfahrten im Labor zu simulieren. So kann etwa die Belastung eines Fahrzeugs im täglichen Gebrauch überprüft oder Federungs- und Dämpfungseigenschaften können analysiert und verbessert werden. Mit diesen Geräten, wir können mal in unserem Lehrgang, also in der Vorlesung, mit der Übung für die Studenten machen. Und dann auch mal können wir auch unsere Forschungsprojekte machen und dann auch mal mit der Industrie zusammenarbeiten. Kann man auch mal mit der Industrie dieses Daten austauschen. Ne? Also das ist, unsere Anlage ist eine Industriestandardanlage. Ist nicht nur eine Demoanlage. Unterstützt wird das Projekt vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie von mehreren Industrieunternehmen.